Willkommen zurück zum Pokémon Tower Defense Game. Wir haben beim letzten Mal hier gegen Zapdos gekämpft, haben aber nicht gewonnen. Mir wurde aber gesagt, ich hätte diesen Kampf locker gewinnen können, wenn ich mich ein bisschen besser angestellt hätte. Und ich glaube, das können wir doch durchaus machen. So, ich nehme jetzt trotz... nee, ich bleibe bei meinem Gengar. So. Strategie ist angesagt. Quatsch. Hier vorne. Kommt es hier von unten oder von oben? Es kommt von oben. Okay. Nämlich zum einen mehr Movement. So. Und ich versuche jetzt mal die Anzahl der Pokémon, die ich einsetze, zu reduzieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie das gehen soll. Eigentlich ganz einfach. Zum einen möchte ich aber hier endlich mal wieder die Schadensanzeige an. Die habe ich nämlich vergessen. Ja, mehr Movement. Ganz einfach hier unsere Pokémon. Erstmal hier die Sicht ein bisschen kleiner machen. Und dann einfach die Pokémon ein bisschen mehr bewegen. Soll nicht nur helfen, funktioniert auch wirklich. Und zum anderen hier mal echt ein paar Pokémon mehr positionieren. Weil wenn er jetzt seinen Donner einsetzt, dann will ich hier schon ganz gern, dass die alle ein bisschen gewappnet dafür sind. So, Bisaflor. Ha! Ja, wir haben Psychokinese drauf. So, du kommst mal dahin. Du bist ja auch wieder halbwegs fit. Dann bewege ich euch beide mal hier so ein bisschen rum. Gerade die Gesteinattacken sind natürlich hier eigentlich die Idealwaffe gegen das Viech. So, du kommst mal dahin. Du bist ja auch schon relativ fit. So, Gengar kommt mal hier rüber. Ja, setz nur deinen Donner ein. Dich schicke ich auch mal wieder zum Heilen. Du bist ja inzwischen wieder fit genug. Du kannst jetzt mal hier rüber. Du bist nicht ganz so fit. Dich sollte ich vielleicht doch nochmal hier zum Heilen schicken. Dafür dich holen. Ne, du musst auch mit zum Heilen. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass das Feld so klein ist. Also so groß meine ich, nicht so klein. Und du könntest eigentlich mal... Oh, du setzt Enosynthese ein, dann mach weiter damit. Okay, Gengar ist wieder bereit. Dafür das nicht. Okay, jetzt ist es wieder bereit. Ich muss dem dringend mal eine andere Attacke zuweisen. So, Giga Drain. So, du bist auch noch stabil genug. Bekämpft das Viech mal. So, von euch ist auch alles geheilt. Ja, jetzt habe ich natürlich das eine Pokémon gerettet, dafür den anderen mehr Schaden aufgehalst. So, Bisaflor, kämpfe, kämpfe mit deinem Leben. Oh Gott, das muss ich heilen, sonst stirbt's. Und Slimog ist irgendwie außerhalb von Gut und Böse. Okay, jetzt schnell tauschen und das Beste hoffen. Oder was ich von euch auch gehört habe, das Schöne, einfach den Text nicht gelesen und dann nicht gewusst, dass Gary heilt. Das ist natürlich dann auch eher suboptimal und ich sehe gerade, heil, heil, okay, er hat nicht schnell genug geheilt, das ist schon dann der erste Tote. Man könnte den Bohrschnabeln auch ausweichen, theoretisch, wenn man es denn schafft. Aber ob wir das schaffen, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. So, Slimog bekämpfe es. Wir machen aber echt extremst wenig Schaden. Es hält sich echt in Grenzen. Das Problem ist halt auch, dass der Donner mehr Schaden macht, je weniger wir werden. Du bist fit genug, glaube ich.
So, dafür darfst du dich mal heilen lassen. Und jetzt darfst du auch du dich mal heilen lassen. Und dich packe ich auch mal hier rüber, dass ihr beiden hier mal ein bisschen kämpfen könnt. Du bist ja jetzt auch wieder fit, aber du nicht. Dann dich rüber, dich hier hin. Weil beim letzten Mal war Zapdos die Hälfte des Weges im Prinzip unverwundbar. Weil da haben wir ja niemanden positioniert gehabt. Das soll dieses Mal ein bisschen anders aussehen. Diesmal will ich, dass Zapdos hier, egal wo es hingeht, vollständig fertig gemacht wird. Aber du musst dich jetzt erstmal ein bisschen heilen. Und das wird jetzt wahrscheinlich noch mehr geheilt werden. Also jetzt muss ich heilen. Oder jetzt muss Gary heilen. Du da setzt mal Synthese ein. So, und drauf. Ich bin sehr froh, dass es vorher noch Synthese benutzt hat. Wer weiß, wie es ihm jetzt gehen würde, wenn nicht. Wie sieht es mit Slimog aus? Slimog könnte mal wieder eine Heilung vertragen. Oh Gott. Du brauchst dringend eine. Weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt kommt gleich der Donner. Aber es lebt noch jeder. Das freut mich. Also jeder außer Raichu. Raichu hat's hinter sich. Sage ich mit schwerem Herzen. Halt das bloß auf, Gengar. Es darf nicht weitermachen. So, du dahin, du kommst mal hier rüber, dafür kommst du dahin. Oh Gott, Gengar. Drauf, immer drauf. Lass das nicht entkommen und lass es vor allen Dingen nicht so, wie es jetzt macht, weitermachen. Naja, das Vieh. Es hält viel aus, das kann man nicht anders sagen. Aber es kriegt trotzdem auch relativ schnell die Schnauze voll. Es nimmt nicht viel Schaden. Naja, es nimmt eigentlich normal viel Schaden. Aber es hält halt viel aus, ja. Aber es nützt ihm nichts. Es nützt ihm rein gar nichts. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet, nämlich dass Gengar jetzt hier die Fliege macht. Aber zum Glück nicht. Ich hasse das, dass dieses Feld so extrem klein ist. Und so habe ich jetzt die Sicht so, dass ich gar nichts mehr erkenne. Aber ich kann zumindest neu positionieren. Es ist halt hier echt einfach ein Problem, dass dieses Feld also dass insgesamt dieses Fenster einfach zu klein ist. Ihr müsst euch das ja vorstellen, das ist ein ganz normales Flash-Game-Fenster mit, ich weiß gar nicht, wie wenig Pixeln. Das ist einfach schlicht und ergreifend zu wenig. Also, um sowas hier zu machen, da bräuchte ich eigentlich schon ein größeres Fenster, weil ich auch eine relativ große Auflösung habe. Also Bildschirmauflösung. Aber die wird hier nicht gegeben. Aber ich finde, wir haben Zapdos schon ordentlich Schaden gemacht. Das wird. Also, es fällt gut durch, aber es hält nicht mehr lange so durch. Ah, komm, Heilgänger, danke. Ich will dem Vieh halt auch nicht die Möglichkeit geben, dass es hier einen halben Weg lang relativ unbeschadet langkommt. So spielen wir ja hier nicht. Ja, immer wieder auf das. Aber den Donner hält es jetzt noch aus und ich möchte eigentlich so viel wie möglich hier an Schaden erstmal weghauen.
So, du fängst da an, in den Angriff überzugehen. Das ist natürlich eine sehr effektive Attacke, was das wieder einsetzt. So, komm. Ich hoffe mal, Gengar überlebt jetzt einfach mal den Donner. Hat's überlebt, aber Slimehawk fast nicht. Okay, Slimehawk, du brauchst erstmal hier die Heilung. Ach Gott, der Donner, den überlebt's nicht. Wenn Gary, doch, Gary hat schnell genug geheilt, hat überlebt. Jetzt habe ich zwei hier, die gerade mal geheilt werden müssen. Aber Gary macht seinen Job eigentlich ganz gut. Der heilt hier unsere Pokémon in Windeseile. Und zwar vollständig. Auch wenn sie halt immer wieder aufs Neue hier ziemlich angehauen werden. Aber damit muss man halt leben. Gary kann hier zwar Sanitäter machen, aber es ändert halt nicht viel an dem, was dieses Zapdos hier mit uns macht. Denn das ist echt nicht schön. Ja, immer wieder auf mein armes Gengar, das sich so wacker schlägt. Kann man nicht anders sagen. Es kämpft hier wirklich mit allen Mitteln. Vielleicht sollte ich von Vulnona lieber mal auf den Flamethrower umswitchen, weil der eine höhere Treffsicherheit hat. So, du musst aber jetzt auch mal gerade da hoch und dafür kommst du jetzt runter. Wir haben das Vieh aber schon fast tot, ne? Und Welle 10 scheint ja offenbar ziemlich lange zu dauern. Von daher, boah, also scheint sogar ewig zu dauern. Es ist nicht nur das ewig von wegen, Mann, diese Bahnfahrt dauert doch ewig, sondern tatsächlich eine Ewigkeit. Eternity. So, komm, erstmal dich raus, dich dahin, aber es, siehst du, Enos hat doch Schaden genommen, obwohl ich es bewegt habe, oder war ich einfach zu langsam? So, weiter geht's. Ich dachte gerade für einen Moment, mein Mikrofon wäre aus und ich hätte hier die ganze Zeit geredet, ohne aufzunehmen. Das wäre für mich jetzt etwas unglücklich. Das Vieh lebt immer noch. Warum stirbst du nicht endlich? Warum? Du hast es doch schon längst hinter dir. Ich bin nur ehrlich. Es hat's hinter sich. Lange macht's das eh nicht mehr. Und es steht hier einer wirklich unbesiegbaren Armee gegenüber. Es wird angezündet, es wird vergiftet, es wird mit telekinetischen Kräften durch die Gegend geworfen. Es hat ja an sich eigentlich überhaupt gar keine Chance. Warum versucht es eigentlich noch? Oh Gott, das könnte Gengars Ende sein. Ich bin da etwas misst. Oh Gott! Vulnona! Vulnona! Halte durch! Es ist hier wirklich hart am Limit und Ginga ist auch schon wieder hier auf Low. Ja, ich bin froh, dass diese Heilung gekommen ist, bevor der Donner kam. Also was würden wir nur ohne Gary hier machen? So, wer ist gerade am Angeschleißen? Das ist, glaube ich, Bisaflor. Es ist Ginga. Gary macht deinen Job, danke. Vulnona ist mir jetzt auch ein bisschen gefährdet. Ah, Gengar ist schon wieder fit. Ah, jetzt ist es ausgewichen. Okay, es klappt also doch. Ha, daran kann ich merken, ob du Kommentare schon vorher schreibst oder wartest, bis das Video vorbei ist.
Das war nicht so lustig. Der Medi hat. Die Musik ist vorbei. Geil. Der Medi hat in einem seiner Videos geschrieben, weil er gerade ein bisschen krank ist. Er sieht schon die Kommentare. Gute Besserung und stell dich nicht so an. Habe ich natürlich sofort drunter geschrieben. Gute Besserung und stell dich nicht so an. Das kam zurück. Geil, danke. So muss man als YouTuber mit sowas umgehen. Nein, ich mag den Medi auch sehr. Er ist ein toller Let's Player, muss man einfach sagen. Er macht das mit viel Humor und das sollte man sich immer bewahren hier. Immer mit so viel Humor wie möglich. Oh Gott, es hätte um ein Haar hier Dragoran besiegt. Dragoran is gonna live forever. Gary hier mit seinen ewigen Top-Tränken. Und ich hier mit meinen fast toten Pokémon. Ich bin froh, dass es nicht auf Bisaflor gezählt hat. Oh Gott, Bisaflor. Wenn ich Bisaflor jetzt nicht heile, dann ist es tot. Ja, ich muss das jetzt persönlich heilen. Mache ich nicht gerne, aber was sein muss, muss sein. Weil wir wollen ja hier auch nicht einen vorzeitigen Toten haben. Also noch einen. Als wäre einer nicht genug. Gary, mach deinen heilenden Job. So, Gengar, du hast dich auch mal heilen lassen. Mal wieder. Hast es dir verdient. So, jetzt ist Slimog dran. Dafür darf Gengar wieder. Slimog ist auch wieder aus der Klinik entlassen. Also, Gary ist hier der schnellste Arzt der Welt. Kann man nicht anders sagen. So, du kommst jetzt wieder zum Heilen. Du raus, du raus. Und weiter geht's. Ich find's sehr erstaunlich, dass die Musik hier einfach vorbei ist. Dass der Kampf schon so lang geht, dass selbst die Musik nicht mehr mitmacht. Das finde ich sehr, sehr schön. Das bedeutet nämlich, wir kämpfen länger, als der Kampf überhaupt vorgesehen war. Aber wir haben es ja jetzt fast. Wir haben das Viech fast besiegt. Das Vieh hat nicht mal mehr einen Lebensbalken. Es ist doch, man sieht noch ein bisschen weiß. Also der Lebensbalken ist quasi nicht mehr existent. Es ist tot und wir haben gewonnen. Wow, du hast es geschafft. Es ist noch nicht vorbei. Ja, Leute, aber der Part ist vorbei. Ihr lasst mir jetzt einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.